Was ist ein Stellengliederungsplan? Was ist ein Stellengliederungsplan? Das Entscheidende scheint hier das Wort, das Teilelement dieses Wortes Gliederung zu sein. Und dieses ist ja sowieso tückisch, ne? Ich habe das oft gesagt. Man sollte es ersetzen, zum Beispiel durch Macht. Was macht ein Stellengliederungsplan? Was leistet ein Stellengliederungsplan? Was zeigt ein Stellengliederungsplan? Wofür ist ein Gut? Ja, das sind Varianten, mit denen Sie bitte arbeiten. Denken Sie daran, in der Prüfung dürfen Sie nicht im Reproduktionsmodus arbeiten, nach dem Motto, wie kann ich das auswendig Gelernte hier unterbringen, sondern Sie müssen die Lösung generieren. Ja, zeigt Ihnen fast niemand in den üblichen Fortbildungsveranstaltungen. Hier kriegen Sie das von mir kostenlos. Ja, also variieren Sie das Hilfsverb. Und je mehr das Hilfsverb das Wort ist, das ist das tückischste Hilfsverb überhaupt in einer Frage, je mehr müssen Sie variieren. Hier nehme ich mal zeigt. Was zeigt ein Stellengliederungsplan? Er zeigt, wie die Stellen, in die Aufbauorganisation des Unternehmens, kurz mal ab, des Unternehmens eingebunden sind. Der Stellengliederungsplan zeigt, wie die Stellen in die Aufbauorganisation des Unternehmens eingebunden sind. Das heißt, Gliederung bedeutet eine hierarchische Gliederung. Was ist hierarchisch? Oben und unten. Ja? Wie sieht so eine Aufbauorganisation aus? Zum Beispiel so, ein Liniensystem. Ja, klassische Form der Aufbauorganisation. So, und der Stellengliederungsplan zeigt nun, wie die Stelle in die Aufbauorganisation einzustrukturieren ist oder einstrukturiert wird, eingegliedert wird. Das ist ein Stellengliederungsplan. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.